Das, was jetzt kommt, benötigt ziemlich viel Konzentration. Ich sage kurz, um was es geht. Wie gesagt, wir machen wieder eine kleine Premiere, und zwar eine nächste Info-Giganten-Premiere. Ihr wisst ja, gewisse Vorpremieren haben stattgefunden. Die erste gleichsam Storyboard-Version hat unser siebtes Kind, der Joshua, gestellt mit einem Siebener Info-Giganten. Dann habe ich Fortsetzung gemacht, um einen Erstling von einem Zwölfer-Giganten vorzustellen. Und heute dürfen wir einen ersten Mann haben von extern, einen ersten Vorkämpfer von außen, der heute in den Ring steigt als Info-Gigant. Und ich begrüße schon mal vorweg in unserer Mitte Rico Albrecht. Herzlich willkommen, Rico Albrecht. Es ist uns eine besondere Ehre, diesen Mann, ausgerechnet diesen Mann hier in einem 12er Info-Giganten wird er antreten, heute hier in unserer Mitte zu haben, denn er ist ja niemand geringerer als der wissenschaftliche Leiter der Wissensmanufaktur. Und ich sage eurer Gruppe ganz, ganz herzliche Grüße im Namen von uns allen. Ihr seid ganz hoch im Kurs in unserem Ansehen. Ihr seid unsere wirklich großen Brüder. Von euch lernen wir so vieles, was wir nie wussten. Jetzt übergebe ich an Ruth, sie wird diesen Info-Giganten wieder leiten. Das ist ihr Job. Und wir schauen uns aber vorher noch den Lebenslauf ganz kurz von Rico Albrecht an. Rico Albrecht, Systemanalytiker, Autor und Referent zum Thema Finanzsystem. Ausbildung. Rico Albrecht hat zwei Hochschulabschlüsse in Betriebswirtschaftslehre und Informatik. Tätigkeiten. Langjährige Tätigkeit als Unternehmer und Dozent. Seit 2010 wissenschaftlicher Leiter der Wissensmanufaktur, Institut für Wirtschaftsforschung und Gesellschaftspolitik. Entwickler nachhaltiger Wirtschafts- und Gesellschaftssysteme. Bekannt auch als Friedensaktivist und Redner auf Demonstrationen. Vorträge über das Geldsystem, Staat und Freiheit, zum Beispiel über kapitalvernichtende Lebensversicherungen. Veröffentlichungen. DVD. Steuerboykott, die große Zusammenfassung der heutigen Situation und Auswege. DVD Plan B, eine tatsächliche Neuordnung des Systems. Audio-CD, wo Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht. Zitat von ihm: Die geldgesteuerte Scheindemokratie kann man nicht ändern, aber man kann sich neu vernetzen und sie als leere Hülle hinterlassen. Rico Albrecht tritt heute als Infogigant in den Ring. Sein Thema: die Quintessenz aus Wirtschaftsforschung und Gesellschaftspolitik. Also schon vorweg nochmal ganz speziellen Dank. Herzlich willkommen, Rico Albrecht. Ich habe den 12er-Giganten ausgearbeitet und ich weiß daher genau, was das für eine Arbeit ist. Also da steht ein Mann, der hat wirklich gearbeitet. Da ist viel mehr Arbeit dahinter, als nur irgendeinen Vortrag zu halten. Ganz besonderen Dank, 12-mal Dank für das, was jetzt kommt. Ja, hallo. Ich sage dir auch herzlich willkommen, Rico. Hallo, ja. Freut mich sehr, Rico Albrecht, dass du heute da bist. Wir haben es schon gehört. Es sind noch nicht drei, doch es sind drei Monate her, da warst du auch Gast in der 15. AZK, wo Ivo diesen 12er-Giganten gemacht hat. Und am Abend hast du gesagt: Meine Lieben, den Nächsten will ich. Und jetzt stehst du drei Monate später hier. Es freut uns natürlich riesig. Vielleicht sind aber jetzt Leute, die sagen: Info-Gigant kann ich nicht. Was ist die Vision von Info-Gigant? Des Büchermachens ist kein Ende. Gierige Machteliten, verborgene Verschwörungen, geheime Pläne. Dies sind nicht nur spannende Krimi-Romane, sondern hier wird aktuelles Weltgeschehen aufgedeckt von Informanten oberster Klasse. Mutigste Menschen decken Missstände unerschrocken auf, ohne Rücksicht auf eigene Verluste und ohne Furcht. Es sind die Helden dieser Zeit. Doch woher soll das Volk nur die Zeit nehmen, all diese Bücher zu lesen? Woher sollen all die betroffenen Menschen die Zeit nehmen, lange Vorträge anzuhören? Es sind Hunderte. Wo soll das unterdrückte Volk die Zeit finden,
da sie doch alle im Hamsterrad überlange Arbeitszeiten um ihre Existenz kämpfen müssen. Und wie soll die überarbeitete Volksmasse die letzte verbleibende Erholungszeit mit negativen Nachrichten und schwer verdaulichen Themen verbringen, um dabei noch ganz den Mut zu verlieren? Doch wenn das Volk nicht informiert wird, wenn das Volk nicht Bescheid weiß und allumfänglich aufgeklärt wird, ändert sich auch in 1000 Jahren nichts. Die moderne Sklaverei wird nicht aufhören, sie wird sich verstärken. Die Abgaben werden immer noch höher und die Eliten noch dreister. Ja, sie erlauben sich schlichtweg alles, bis hin zu den brutalsten Völkermorden. Was ist hier nur die Lösung? Wie kommen all diese existenziell wichtigen Informationen ans Volk? Und wie ertrinken sie nicht in dieser Flut? Ivo Sasek, der mit seinen TV-Kanälen bereits Millionen bewegt, schafft eine Lösung. Er startet ein neues Senderformat auf KlarTV, eine Unterhaltungssendung, und sucht darin die Infogiganten. Buchautoren, Referenten, Aufklärer jeder Art werden auf die Probe gestellt. Welcher Informant schafft es, eine umfangreiche Thematik, für die das Volk viele Stunden Zeit opfern müsste, in nur einer Minute zusammenzufassen? Wer dies schafft, wird zum Infogiganten gekürt. So, da wollen wir schauen, ob auch du heute zum Infogiganten gekürt wirst. Also, das ist die Vision, dieses große Wissen. Du bist in der Wissensmanufaktur, haben wir gehört, die treibende Kraft, eine dieser treibenden Kräfte. Und dieses Wissen jetzt runterzukriegen, hast du gesagt, du schaffst das mit 12 Themen. Und ich habe den Titel gehört. Ich muss das kurz lesen. Du redest heute über die Quintessenz aus Wirtschaftsforschung und Gesellschaftspolitik. Kann ich mir einfach null was darunter vorstellen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber dafür bist du ja da. Ich habe reingeschnuppert in diese 12 Fragen und da wurde es mir schon klar, eines wirst du beantworten. Wie entsteht Geld? Schon ganz gut. Wie funktioniert die Umverteilung von fleißig nach reich? Also nicht von arm nach reich, von fleißig nach reich. Das wird sehr spannend. Oder du hast auch Antworten heute in einer Minute auf den Punkt. Bringst du das? Wozu brauchen wir eigentlich ewiges Wachstum? Oder wozu braucht ein Staat Steuern? Das würde mich also wirklich auch interessieren. Und darum sind wir jetzt heute alle da. Das sind jetzt nur mal 4 von diesen Fragen, gell, die du uns heute, oder die uns heute beantwortest. Es schauen viele Leute zu. Es schauen, wir haben das heute auch gehört, in der ganzen Welt heute Leute zu. Es wird in 9 Sprachen jetzt übersetzt, was du heute bringst. Also du darfst in Deutsch reden. 9 Sprachen wird es übersetzt. Von Magadan nach Australien, von Amerika, auch in Afrika, in allen verschiedenen Ländern sitzen jetzt Leute da und wollen hören, was du uns zu sagen hast. Rico, wir steigen in den Ring. Ha? Gut. Gut. Was noch zu sagen ist, für euch alle, jetzt läuft die Zeit ab. 3 Sekunden gibt es orange Phase, da weißt du, jetzt kannst du noch schnell über die Kreuzung und rot ist dann rot. Aber du darfst auch, wenn du nicht fertig bist, bei rot reden. Wir zählen das alles dann zusammen. Okay. Das sind die Spielregeln. Gut. Aber du sprichst frei, was du auf dem Herzen hast. Okay. Okay. Gut. Bereit für die erste Frage? Mhm. Dann bitte Countdown ab. Erstens, wie entsteht Geld? 3, 2, 1. Es hält sich ja hartnäckig das Gerücht, Geld käme irgendwie von der Zentralbank und die wäre irgendwie staatlich. Wenn dem so wäre, dann wären ja nicht alle Staaten bis zum Hals verschuldet. Die Staaten haben alle Schulden und das Geld muss also irgendwie anders hergestellt werden. Und das einfachste Modell, um das mal darzustellen, sieht so aus. 2 Leute gehen in die Bank, die werden für kreditwürdig erachtet und eröffnen da mal ein Konto und zahlen nichts ein. Jetzt überweist der eine dem anderen 100 Euro, sein Konto geht ins Minus, das des anderen geht ins Plus. Und schon sind 100 Euro da, die es vorher nicht gab, die können ausgegeben werden. Und so entstand praktisch die gesamte Geldmenge nach dem gleichen Prinzip. Auch Staaten machen Schulden und so entsteht Geldmenge. Wenn wir die Schulden der Staaten zurückzahlen wollten, müssten erstmal sämtliche Geldmengen wieder eingezogen werden, hinterher gäbe es kein Geld mehr. Das Problem ist, auf diese gesamte Zinsschulden
lastet eine riesen Zinslast, die uns zu ewigem Wachstum antreibt. Oh. Ah. So. Nun meldet sich die Klar-TV-Jury zu Wort und beurteilt Rico Albrechts Komprimierungsfähigkeiten. Zweitens, wie funktioniert die Umverteilung von fleißig nach reich? 3, 2, 1. Die erste Million ist die schwerste. Das weiß jeder, der schon mal Monopoly gespielt hat. Und wenn man eine gewisse Schwelle überschritten hat, dann wird man von alleine immer reicher. Stellen Sie sich vor, Sie hätten eine Milliarde, dann würden Sie jedes Jahr 50 Einfamilienhäuser einfach so bekommen in Form von Zinsen. Und die müssen ja von irgendjemandem erwirtschaftet werden. Und die werden von den Leuten erwirtschaftet, die eben keine Zinseinnahmen haben. Ab einer gewissen Schwelle zahlt man in das Zinssystem mehr ein, als man, also unterhalb der Schwelle zahlt man mehr ein und oberhalb der Schwelle bekommt man mehr raus. Und so verselbstständigt sich das System für alle, die da drüber sind. Und die werden von alleine, also auf Basis der Arbeit anderer, immer reicher. Und das System geht exponentiell nach oben und schöpft ständig die Wertschöpfung von den Wertschaffenden ab, hin zu denen, die viel Vermögen haben. Unsere Klar-TV-Jury meldet sich wieder zu Wort und meint zu dieser Leistung... Gut. Ich will doch mehr hören. Ich glaube, die Gäste auch. Hm? Ja, gut. Nächste Frage. Bereit? Ja. Er ist bereit. Und drittens. Bitte. Wozu brauchen wir ewiges Wachstum? 3, 2, 1. Es ist ganz einfach. Wenn alle Kapitalanleger ein Jahr später mehr haben wollen, muss das ja irgendwoher kommen. Und um das nicht alles den Armen wegzunehmen, in Form von Zinsen, die zahlen, muss die Wirtschaft wachsen. Denn sonst werden die Ärmeren irgendwann rebellieren. Und wenn die Wirtschaft jedes Jahr zum Beispiel 2,8% wachsen würde, um diesen Anforderungen gerecht zu werden, dann würde das bedeuten, nach 25 Jahren eine Verdoppelung der Wirtschaftsleistung, nach 50 Jahren Vervierfachung. Und dann geht die Kurve so steil hoch, dass man nach 300 Jahren 4000 Mal so viel Wirtschaftsleistung haben müsste wie heute. Und in diesem Zug sitzen wir jetzt drin. Wir fahren alle ein kleines Stück mit, jeden Tag. Die Erde wird es natürlich nicht ewig mitmachen, die Erde kann nicht mitwachsen, deswegen ist dieses System auf Crash vorprogrammiert. Und wenn wir da raus wollen, müssen wir eben raus aus diesen Anforderungen, dass Kapital sich immer und immer weiter vermehren muss. Viertens, die Illusion der Demokratie. 3, 2, 1. Die meisten Menschen glauben, wir würden hier in sowas wie einer Demokratie leben. Demokratie kommt aus dem Altgriechischen und heißt ein sich selbst verwaltendes Dorf. Davon sind wir natürlich total weit entfernt. Heute versteht man dadurch fälschlicherweise irgendeine Art Herrschaft des Volkes. Aber auch eine Herrschaft des Volkes ist eine Struktur, die größer ist als ein Dorf, überhaupt nicht möglich. Denn das Volk muss ja irgendwie Informationen bekommen über die Leute, die da jetzt ein höheres Amt anstreben. In einem Dorf kennt jeder jeden, da geht das ohne Medien, ohne Mittler. In einer größeren Stadt oder gar in einem Staat oder nehmen wir gerade die EU, ist das unmöglich. Da braucht man die Medien und die Medienbesitzer sind natürlich die, die viel Kapital haben. Die machen nur die Leute beliebt und bekannt, die ihre Interessen vertreten, ganz aus nachvollziehbaren Gründen. Und deswegen haben wir keine Demokratie, sondern nur eine Illusion und in Wirklichkeit ist es eine Herrschaft des Kapitals. Also unseren Respekt. Ha? Krass. Lass uns noch mehr hören. Fünftens. Wozu braucht ein Staat Steuern? 3, 2, 1. Wenn ein Volk sich einen Staat hält, und er hat ja durchaus auch sinnvolle Aufgaben, zum Beispiel Infrastruktur oder Notfallversorgung, dann ist es klar, dass das irgendwas kostet. Und dafür gibt es prinzipiell zwei Möglichkeiten. Entweder der Staat druckt sich das Geld, was er braucht, einfach aus und bringt es in Umlauf, oder er zieht von denen, die arbeiten, Steuern ein.
Die Kapitalbesitzer haben gesagt, wir ziehen lieber Steuern ein, denn wenn der Staat das Geld ausdrucken würde, würde das ja eine gewisse Inflation bedeuten. Inflation ist nicht gern gesehen, nimmt uns allen Kaufkraft weg. Steuern nehmen uns aber auch Kaufkraft weg. Und die Frage ist nur, wessen Kaufkraft wird weggenommen? Bei den Steuern wird die Kaufkraft eben von den Arbeitenden weggenommen. Und bei dem selber Drucken des Geldes, wenn der Staat das machen würde, dann würde die Kaufkraft von den Vermögenden weggenommen. Und weil wir ja eben eine Herrschaft des Kapitals haben, hat das Kapital gesagt, wir besteuern eben lieber den Faktor Arbeit als den Faktor Kapital. Rico, du hast Power. Danke. Krass. Magst du noch ein paar weitere Fragen? Magst du noch? Ja, können wir noch weitermachen. Jetzt bin ich gerade aufgewärmt. Ja, wir machen noch weiter. Ja. Gut. Jetzt kommt so mit Wohlstand und Migration. Das ist auch ein interessantes Thema. He? Wir sagen, los. Sechstens. Kommt Wohlstand durch Migration? 3, 2, 1. Migration wird uns derzeit als Allheilmittel verkauft für alle Probleme auf der Welt. Für humanitäre Probleme weit weg, da lädt man die hierher ein, die es irgendwie schaffen. Die, die es am nötigsten haben, kriegen keine Hilfe. Also Humanität scheidet schon mal aus als Motivation. Auf der anderen Seite sagt man uns, es wäre Wirtschaftshilfe für Länder wie Deutschland, wo es ja viel zu wenige Menschen gibt oder viel zu wenig Fachkräfte, wo man unbedingt diese Hilfe aus dem Ausland braucht. Wenn dem denn so wäre, mal angenommen, da kommen wirklich die besten Fachkräfte und nur die Raketenwissenschaftler und Ärzte zu uns, dann wäre das doch eine Schädigung der anderen Länder. Und wenn die UN jetzt heute an diesem UN-Menschenhandelspakt arbeitet, dann kann es doch nicht sein, dass die nur die Interessen der Zielländer vertreten, die dann Wirtschaftshilfe bekommen von den ärmsten Ländern der Welt. Also unterm Strich scheiden diese beiden Motive komplett aus. Es bleibt übrig, dass man alle Menschen, nachdem sie migriert sind, besser ausplündern kann. Siebtens. Das Märchen vom Fachkräftemangel. 3, 2, 1. Die Finanzpresse sagt uns täglich, dass überall Fachkräfte händeringend gesucht werden. Aber eins ist klar, für ein Händeringen arbeitet keiner. Man muss die Fachkräfte gut bezahlen. Ja? Und wenn man sie gut bezahlt, dann kommen sie auch. Das sind ganz einfache marktwirtschaftliche Mechanismen. Wenn es wirklich einen Mangel gäbe, würde der Preis steigen und dann würden sich auch mehr Fachkräfte anbieten. Wenn in einem Gebiet wirklich zu wenig Menschen wären für die Wirtschaft, dann stellt sich allerdings die Frage, für wen ist dann dort die Wirtschaft? Ist die Wirtschaft nicht da, um den Menschen zu dienen? Also auf dem Mond gibt es doch auch keinen Fachkräftemangel, obwohl da kein Mensch lebt. Ja? Also da braucht einfach auch keiner Fachkräfte. Und deswegen ist es klar, es geht nicht darum, Fachkräfte, also dass sie wirklich fehlen würden, ist eine reine Fabel. In Wirklichkeit geht es einfach nur darum, man möchte über diese Propaganda die Fachkräfte und die Arbeitskraft billiger machen. Es gibt keinen Mangel an Fachkräften, sondern nur einen Mangel an billigen Fachkräften. Altersarmut durch demografischen Wandel? 3, 2, 1. Dass es einen demografischen Wandel gibt, gerade in den armen Staaten, also in den kinderarmen Staaten, das ist unumstritten. Und jetzt heißt es, es arbeiten natürlich immer weniger Menschen für immer mehr Menschen, die in Rente gehen. Daraus könnte man schließen, dass es dadurch Altersarmut gäbe. Bei dieser Rechnung wird aber außer Acht gelassen, dass es auch eine Produktivitätssteigerung gibt.
Und diese Produktivitätssteigerung, die aus dem technologischen Fortschritt resultiert, die ist vielfach stärker als die schlimmsten Szenarien des demografischen Wandels. Also die Leute, die dann weniger arbeiten, produzieren trotzdem mehr. Man kann die Zahlen einander gegenüberstellen und stellt fest, das hebt sich nicht nur auf, sondern wir werden in 20 Jahren mehr produzieren als heute und in 40 Jahren auch mehr als in 20 Jahren. Die gesamte Theorie von der Altersarmut durch demografischen Wandel ist reine Propaganda, denn in Wirklichkeit geht es nur um ein Verteilungsproblem. Neuntens. Funktioniert ein bedingungsloses Grundeinkommen? 3, 2, 1. Immer wieder hören wir, ein bedingungsloses Grundeinkommen würde nicht funktionieren. Aus wirtschaftlicher Sicht würde es das. Die Frage ist nur, in welcher Höhe und wen kostet es? Also jeder kann sich doch einfach vorstellen, wenn zum Beispiel die Zentralbank mal 10 Euro ausdrucken würde pro Nase und die einfach per Post zu jedem nach Hause schicken würde, das würde noch funktionieren, da würde auch keine große Inflation ausbrechen bei nur 10 Euro. Bei 100 Euro ist es dann vielleicht eher fraglich oder bei 500. Das könnte man ausprobieren. Die Frage ist allerdings, wie wirkt das? Die, die schon viel Geld haben, werden ja dann an Kaufkraft einbüßen, anhand von Inflation. Also die gesamte Frage nach dem bedingungslosen Grundeinkommen ist keine wirtschaftlich-technische, sondern nur eine soziale Frage. Denn es ist ein Instrument, um Kaufkraft von oben nach unten zu verteilen. Weiter nichts. Es funktioniert auf jeden Fall und je nachdem, wie hoch man es wählt, so viel Kaufkraft wird verteilt. Jetzt kommen wir zum zweiten Punkt. Du, wie gesagt, du bist Finanzexperte, das spürt man, und jetzt glaube ich nicht nur Finanzexperte, ich glaube da noch ein bisschen mehr Experte. Und es wird mich jetzt schon noch interessieren, hast du uns da irgendwie einen Tipp? Okay, gut. Zehntens. Anlagetipp. 3, 2, 1. Geld, Immobilien, Aktien, Edelmetalle und wer am meisten davon hat, wenn er stirbt, hat gewonnen. Das ist jetzt heute nicht mein Tipp, sondern ich möchte mal sagen, das gehört alles zur Klasse der materiellen Anlagen. Wenn wir aber auf die Welt kommen, dann haben wir keine Euros, die wir irgendwo anlegen müssen, sondern wir haben unsere Lebenszeit und die ist für alle ungefähr gleich. Und diese Lebenszeit gilt es anzulegen und die meisten legen sie in diese materielle Klasse an. Es gibt aber auch noch, wenn man das ein bisschen mehr aus der Vogelperspektive betrachtet, die immateriellen Anlagegüter, wie zum Beispiel Glück, Gesundheit, Liebe, Familie, Freundschaft, Bildung. Und wer zu viel Geld hat, den empfehle ich einfach, vielleicht hat er ja diese immaterielle Seite ein bisschen vernachlässigt in den letzten Jahren, dann soll er mal in den Spiegel schauen und sich fragen, womit kann er sich was Gutes tun. Und dann umschichten von materiell auf immateriell. Also ich glaube, den Anlagetipp merken wir uns. Das ist der Richtige, das spricht mich extrem an. Ja, ein bisschen Luft schnappen. Aber wir möchten gerne noch 2. Wir sind erst bei 10. Du hast noch was auf Lager. Okay? Ja. Gut. Und wir hören gerne zu. Okay. Elftens. Schlachthöfe und Schlachtfelder. 3, 2, 1. Schauen Sie mal das Bild an und hören Sie einfach, was Ihr Herz jetzt gerade sagt. Was würden Sie tun an der Stelle dieses Arbeiters, der da in einer Massentierhaltung arbeitet? Irgendwie scheint er ja die Arbeit bisher gut gemacht haben zu können, aber irgendwas geht in ihm gerade vor.
Und in einer Gesellschaft, die das Wegschauen kultiviert, da gibt es eben Schlachthäuser und auch Schlachtfelder, so wie Leo Tolstoi das mal gesagt hat. Beides sind Symptome einer Gesellschaft, die Menschen dazu bringt, sich gegen ihr Herz zu entscheiden. Und ich möchte mal noch sagen, wenn es nach mir ginge, für mich muss der den Job nicht machen, schon seit Jahren nicht mehr. Für mich kann der einfach auch biologische, pflanzliche Lebensmittel anbauen. Zum Beispiel Sonnenblumenkerne, Erdnüsse, Buchweizen, Bananen und so weiter. Alles sehr gesund und ich war schon lange nicht mehr beim Arzt. Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, wann ich das letzte Mal beim Arzt war. Und das wollen wir doch eigentlich auch diesem kapitalistischen System und dieser Pharmaindustrie mal die Energie entziehen. Und deswegen gehe ich einfach den Schritt für mich voran und sage, ich tue meiner Gesundheit was Gutes und auch meiner Seele. Also Rico, da hast du gut gemacht, dass du überzogen hast. Das ist doch immer das Besondere, dass man nicht nur sagt, es ist alles falsch, sondern dass du einen Schritt gemacht hast in die Veränderung. Das darf unbedingt ein bisschen länger sein. Ja, definitiv. Das findet auch die KlarTV-Jury. Doch für das Überziehen des Zeitlimits gibt's trotzdem ein paar Tränen. Aber jetzt sehe ich die Zielgerade. Nach der 11 kommt die. Bitte ab. Zwölftens. So bewirken wir den notwendigen Wandel. 3, 2, 1. Wir sitzen alle in diesem Zug, der sich immer mehr beschleunigt und die Welt und den Mensch in den Abgrund führt. Dieses kapitalistische System richtet uns alle zugrunde. Veränderung wollen alle, aber sich selber ändern wollen die wenigsten. Und deswegen ist es wichtig, dass jeder seinen eigenen kleinen Schritt macht. Nicht gegen das alte System zu kämpfen, sondern seine Energie langsam da herausziehen und in was anderes hineinstecken. So wie ihr das bei der AZK hier zum Beispiel macht. Ein wunderbares Beispiel. Das kann ich allen nur empfehlen, auch solche Dinge zu bewältigen, hervorzuheben oder mitzumachen. Ja, so kommen wir raus. Und dann kann ich nur sagen, wir sollten es eben so machen, wie Gandhi gesagt hat. Sei du selbst der Wandel, den du dir wünschst für diese Welt. Riesengroßes Kompliment. Wir sind begeistert von denen. Herzlichen Dank, Rico. Danke. Den Publikumspreis hast du gewonnen. Aber ich habe ja gesagt, da gibt es noch so eine Jury. Ach so. Ja. Ja. Die will natürlich jetzt noch eine Gesamtabrechnung. Nun geht's ans Rechnen. Rico Albrecht hat nur einmal das Zeitlimit überschritten. Einmal war er im orangenen Bereich und 10-mal im grünen. Wir gratulieren zu dieser Glanzleistung. Für das Gesamttotal der Zeiten bittet die Jury nun Lois Sasek, Produktionsleitung von KlarTV, auf die Bühne. Vor 3 Monaten habe ich so einen Pokal hier vorgestellt und da saßest du irgendwo in der 2. oder 3. Reihe. Und ich glaube, ich habe deine Äuglein schon dort funkeln sehen, dass du dir den holen willst. Ich bin jetzt extra nicht gerade mit dem gekommen, ich will die Spannung noch ein bisschen steigern. Wir wollen jetzt nämlich die Gesamtsumme sehen. Insgesamt 43 Sekunden hast du überzogen. Aber jetzt wollen wir die Bonussekunden von den überzogenen Sekunden abziehen und schauen, ob ein Pokal hinkommt. Du hast insgesamt Bonussekunden 48 Bonussekunden. Wow! Gigantisch! Gigantisch! Das heißt jetzt, ziehen wir das noch voneinander ab
Sekunden drüber. Und jetzt, Rico, jetzt darfst du ein bisschen näher kommen. Und das Volk hier will dir Danke sagen. Danke! Quintessenz aus Wirtschaftsforschung und wie hieß das? Das zweite, Gesellschaftspolitik serviert, und das ist so wie ein Werkzeugkoffer mit 12 Werkzeugen, mit denen wir nun arbeiten können, mit denen wir mit den Leuten argumentieren können, wo wir wissen, hey, man kann es auch kurz sagen, das ist gar nicht so kompliziert, und dafür wollen wir dir danken, KlarTV dankt dir, aber auch das ganze Volk, dass du es eben so klein gemacht hast, dass man es schnell verständlich rüberbekommt, und das werden wir uns auch nochmal anschauen auf www.anti-zensur.info. Ein paar Mal nochmal. Okay. Danke dir. Gut. Herzlichen Dank, Rico Albrecht. Das war köstlich. Ich bin versetzt in die, meine Tochter, die Jüngste, als hier die Schettinin-Schule war. Sie ging nach Hause. Die hat das, ich weiß nicht, 8 oder 10 Mal hintereinander studiert. Die hat in diesen paar Minuten mehr gelernt als in der ganzen Schulzeit. Und so ging es mir jetzt, ich freue mich jetzt schon, das mindestens noch 10 Mal anzuschauen. Siehst du, hat man plötzlich Zeit. Aber ich habe so viel gelernt jetzt in so kurzer Zeit, das ist einfach eine Hammerleistung. Danke, danke, danke. 12 Mal Dank. Vielen Dank. Ich darf noch ergänzen, das ist mir wichtig, dass nicht künftige Infogiganten denken, oh, wenn ich das nicht schaffe, dann mache ich hier eine Pleite. Wenn es den Pokal gibt, den hätte es auch gegeben mit Überzug der Zeit, weil wir küren eigentlich die Leistung. Wenn wir sehen, jemand hat diese Arbeit gemacht, er hat das komprimiert, weil darin ist die Auszeichnung, darin liegt sie. Also nicht notwendigerweise, dass es auf die Sekunde schafft, nicht deshalb bekommt er den Pokal, sondern weil er so viele Themen komprimiert hat. Für diese Leistung verleihen wir diese Ehrenauszeichnungen. Und darum muss ich sagen, Rico, du hast es gezeigt, es geht. Und wir würden uns riesig freuen, wenn vielleicht wieder heute jemand da ist, der sagt, den nächsten Infogiganten, den mache ich. Vielleicht über Mobilfunk, Impfen, ich weiß nicht, was für Themen. Wir sind echt darauf angewiesen, dass es solche, wir sagen, Helden gibt, die das machen, die das für uns komprimieren. Und darum wird es uns freuen, wenn wieder ein Nächster da ist, dass wir wieder sagen können, Infogigant. Wir sagen bis dann, tschüss. Und wenn wir von der Bühne runtergehen, lassen wir nochmal schnell einen Clip laufen, damit jeder, der noch nicht weiß, wie man sich als Infogigant anmeldet, das auch noch weiß. Also, vielen Dank, und ich freue mich schon, wenn es das nächste Mal wieder heißt, der Infogigant. Tschüss! Infogiganten, Buchautoren, Referenten, Aufklärer jeder Art. Wo seid ihr? Wer kommt mit ins Rennen und stellt sich dieser großen Aufgabe? Infogiganten. Wenn das Volk nicht informiert wird, wenn das Volk nicht Bescheid weiß und allumfänglich aufgeklärt wird, ändert sich auch in 100.000 Jahren nichts. Wenn das Volk diese wichtigen Informationen nicht verkleinert bekommt, ertrinkt es in der Informationsflut. Infogiganten. Das Volk leidet. Seid bereit, euer Wissen, eure existenziell wichtigen Informationen für das Volk zu komprimieren. Seid bereit, diesen Preis zu bezahlen. Diese Zeit braucht solche Helden. Infogiganten, was für eine unglaubliche Kunst, in nur einer Minute diese Infos vorzutragen. Doch im Erarbeiten dieser Infos liegt die wahre Leistung der Infogiganten. Das ist Knochenarbeit, die Kernaussagen auf den Punkt zu bringen. Und darum drücken sich leider die meisten davor. Infogiganten, fasse dein Buch, dein Wissen in maximal 12 Themenblöcken zusammen und bringe sie in einer unserer Shows in je einer Minute an Mann und Frau. Infogiganten. Wer solche Informanten kennt,
der mache Sie auf dieses neue Sendeformat aufmerksam. Interessente melden sich bitte über kontakt@klagemauer.tv mit dem Betreff Infogigant. Wir werden euch in einem unserer 165 Studios willkommen heißen. KlarTV, seine sympathische Jury und vor allem das KlarTV-Publikum aus aller Welt warten auf euch. Weitere Infogiganten-Sendungen finden Sie unter eingeblendetem Link.